zwei Reporter, eine Mission. Online gebuchte Privatunterkunft und Flug zu den beliebtesten Fernreisezielen für unter 1000 Euro. Reporterin Nina B. checkt die Karibik. Endlos lange Sandstrände und exotische Urlaubsbekanntschaften ziehen jährlich 4 Millionen Urlauber in die... Für Moderator Tore Schölermann geht's in die Tropen zu einem der beliebtesten Reiseziele in Südostasien. Koh Samui! Die Insel im Golf von Thailand ist mehr als doppelt so groß wie Sylt und verspricht jede Menge Abenteuer. Hier kommt das TAF-Urlaubsduell Dominikanische Republik gegen Thailand. Wer ist schneller am Ziel, Nina oder Tore? Mit einem Direktflug ab 400 Euro geht's für Nina in 10 Stunden von München in die Dominikanische Republik. Da unsere Reporter dieses Mal keine Pauschalreise machen, hat Nina ihren Transfer zur Privatunterkunft vorher gebucht. Die karibischen Taxifahrer kassieren bei Touristen häufig doppelt. Und nicht nur die heißen 30 Grad machen diese Anreise abenteuerlich. Krass, das ist überhaupt keine Straße hier. Nee. Nach einer Stunde Fahrt durch die Pampa geht für Nina das Abenteuer Unterkunft erst noch los. Für Urlaubsreporter Tore geht's von Köln ins 9400 Kilometer entfernte Thailand. Tore kleckert sich durch seinen Flug auf Thailands drittgrößter Insel Koh Samui. Ich habe nur eine Hose dabei. Ach, die brauchst du doch bei tropischen Temperaturen über 30 Grad in Thailand eh nicht mehr. Wer Glück hat und flexibel ist, kann einen Flug schon unter 500 Euro ergattern. Oh, geil. Nur noch 9 Stunden. 18 Stunden inklusive Umsteigen in Singapur ist Tore unterwegs. Deutsche Staatsbürger benötigen für Thailand kein Visum. Lediglich der Reisepass muss noch mindestens 6 Monate gültig sein. Zur Unterkunft geht's entweder mit einem Taxi, die am Flughafen zu Festpreisen angeboten werden, oder sie machen es wie Tore, der im Vorfeld für umgerechnet 30 Euro einen Transfer gebucht hat. Die haben mich sitzen lassen. Nee, die haben sich nur ein bisschen verspätet. Alles gut. Und was Tore gleich erwartet, ist echt krass. Das ist eine riesen fette Villa. Ey. Doch der erste Battlestern für die günstigere und schnellere Anreise geht in die Dominikanische Republik an Nina. Dieses Mal testen wir keine Pauschalreisen, sondern online gebuchte Privatunterkünfte. Nina hat eine Villa mit Pool und Butler auf dem Reiseportal Airbnb gebucht. Für nur 32 Euro die Nacht. Doch abgesehen vom Pool hat das, was wir hier vorfinden, wenig mit Urlaub zu tun. Die 80 Quadratmeter Hütte mit 3 Doppelbetten ist eher bescheiden eingerichtet. Und anstelle eines richtigen Dachs findet Nina nur Wellblech vor. Ehrlicherweise hätte ich mal ein bisschen besser auf die Fotos gucken sollen, weil ist zwar günstig für 32 Euro die Nacht, aber von außen sieht die Hütte definitiv besser aus als von drin. Ja, aber da muss ich jetzt ja wohl durch, ne? Richtig, da die Blechdachhütte im Landesinneren der Insel liegt, muss Nina hier nächtigen. Und zwar ohne Klimaanlage bei tropischen 30 Grad. Es ist morgens 3:30 und der Scheiß hungrig die ganze Zeit. Nina reicht's. Am nächsten Morgen geht's in den eine Autostunde entfernten Urlaubsort Punta Cana. Die online gebuchte Wellblechhütte hatte definitiv zu viele Nachteile. Auch wenn sie echt ein Schnäppchen war mit 32 Euro pro Nacht, zahlt man allerdings so viel fürs Taxi drauf, weil man jedes Mal eine Stunde hier an den Strand fahren muss, dass man eigentlich auch gleich das machen kann, was alle in Punta Cana machen, nämlich in ein All-Inclusive-Hotel einchecken. 60 Euro pro Person und Nacht im Doppelzimmer kostet das 5-Sterne-Ressort. Da kommt endlich Urlaubsstimmung auf. Weitere Kosten hat man hier nicht, denn neben dem Essen gibt's auch Privatstrand, Liege und alle Cocktails all inclusive. Yo. Und das alles am längsten Strand der Karibik. 55 Kilometer weißer Sand und glasklares Wasser. All inclusive? Nicht mit Tore. Er hat über Airbnb diese Villa im Süden von Koh Samui gebucht. Wow, guck mal. Der erste Eindruck. Nice view. Nicht nur der Blick, sondern auch der Preis ist der Hammer. 239 Euro für 4 Schlafzimmer mit Pool. Macht bei einer Belegung mit 8 Personen 29 Euro pro Kopf und Nacht. Ah. Guck doch mal. Das ist unfassbar.
Eine Luxusoase mitten im Dschungel. Wer will, kann sich für ein paar Euro sogar einen Koch dazu buchen. Vermieterin Yvonne weiß anscheinend, was Urlaubschecker wollen. Eine Scheibe? Das ist leider mein Ticket zurück nach Hause. Ich bleib hier. Außenbadewanne, Heimkino, Billardtisch und der eigene Pool sind schon der Knaller. Aber wo ist der Strand? Um zu mir zu kommen, muss Tore erst mal einen Roller mieten. Den gibt's schon für weniger als 6 Euro am Tag. Auf Koh Samui gilt übrigens Linksverkehr. Und auch wenn sich die wenigsten dran halten, besteht Helmpflicht. In 15 Minuten ist Tore schließlich am Strand von Lamai, dem zweitbeliebtesten der Insel. Den Strand interessiert irgendwie keiner. Alle sind hier oben auf dem Stein. Hin Ta und Hin Yai, Oma und Opa, heißt diese Granitfelsen, die an was eigentlich erinnern. Die Touristen wissen anscheinend, was es ist. Das wird was fürs Familienalbum. Das ist wirklich. Keiner traut sich zu sagen, wie er aussieht, ne? So Papa-Fels. Wie ist er so? Der ganz schön groß. Ja. Okay. Also diesen Urlaubstipp habe ich auch noch nie gegeben. Wenn Sie Fotos mit riesengroßen Steinpenissen machen wollen, dann müssen Sie genau an diesen Strand fahren. Und dann haben Sie ganz viel Spaß. So, und jetzt muss ich ins Wasser, mir ist super heiß. Stimmt, da war ja was. Weißer Sand, klares, über 25 Grad warmes Wasser, wenig los. Ein Bild wie im Urlaubskatalog. Hier können Sie übrigens auch in einfachen Hütten ab 10 Euro übernachten. Schickere 3-Sterne-Ressorts bieten Doppelzimmer ab 40 Euro an. Die Kategorie Unterkunft gewinnt Tore in Thailand. Er bekommt auf Anhieb mehr Luxus für weniger Geld. Welche Urlaubsinsel hat den exotischeren Geheimtipp? Ninas ist offensichtlich nicht mehr ganz geheim, dafür aber ganz speziell. Von diesem echten Piratenschiff wird die TAF-Urlaubscheckerin gleich ab über die Planke geschickt. Und im Wasser erwartet sie ein, naja, nennen wir es, gefährlicher Streichelzoo. Hoffentlich hatten die schon Mittagessen heute. Ich will's nicht sein. Nina planscht im 27 Grad warmen Wasser nicht etwa mit bunten Korallenfischen. Nein, sie stürzt sich in ein Haifischbecken. Das sind halt riesengroße Haie, die unter einem hier rumschwimmen. Das sind nicht so Fische. Die insgesamt 10 Haie werden artgerecht in einem abgegrenzten Bereich im offenen Meer gehalten. Ab und zu schnorcheln ein paar Urlauber vorbei. Da die Haie an die Schnorchler gewöhnt und nicht gerade kontaktscheu sind, hilft auch Totstellen nichts. Wer Angst vor Haien hat, wie unsere Urlaubscheckerin, sollte diesen Teil des vierstündigen Ausflugs lieber auslassen und schnell zurück aufs Piratenschiff. Denn für nicht ganz günstige 100 Euro ist an Bord nicht nur die Verpflegung inklusive, für Entertainment auf der karibischen See sorgen Partyhits an Bord und die verkleidete Schiffscrew. Einwohner, 2 Millionen Palmen und jede Menge weiße Traumstrände. Auf der thailändischen Kokosnussinsel Koh Samui zieht es Urlaubsreporter Tore allerdings in den Dschungel. Quadfahren im Norden der Insel in Menem ist angesagt. Dieser Tourist aus Israel ist total begeistert. Alle kommen hier zurück und sagen so, yeah, do it. Genau, Strand kann ja jeder. Umgerechnet 50 Euro zahlt Tore für die 2-stündige Quad-Tour mit Guide. Ready to go? So, das war jetzt so eine kleine Thai-Einweisung. Ich habe ein paar Mal gefragt, was ich nicht machen darf. Und er hat einfach gesagt, komm, einfach gib Gas. Wenn du runterfällst, kannst du das Bein brechen und ja. Einen Mundschutz gegen den Staub, Helm auf, Haltung einnehmen und rein in die wilde Natur. Ängstlich sollten sie hier nicht sein. In der Regenzeit sicherlich noch ein viel größerer Spaß. Tore will gar nicht mehr runter vom Quad. Also mir ist sowas eigentlich zu langsam, aber das fliegt schon echt ab. Ey. Schon fett. Aber sich vom heimischen Wasserbüffel ins Höschen machen, oder wie? Er mag mich nicht. Na gut, man weiß ja nie, wie die thailändischen Tiere so drauf sind. Das Quad zaubert Tore jedenfalls ein breites Grinsen ins staubige Gesicht. And the car wash.
Das ist geil, Quadfahren, Leute. Müsst ihr auch machen. Da Tore mehr Spaß beim Quadfahren auf Koh Samui hatte, schnappt er sich den Stern für den Geheimtipp. Und morgen, Actionalarm im Paradies in der Karibik, testet Nina ein fliegendes Schlauchboot. Und Tore wird in Thailand vermöbelt. Morgen im TAF-Urlaubsduell Dominikanische Republik gegen Thailand. Das ist Fuji Q, Asiens beliebtester Freizeitpark. Aber kann Japans Aushängeschild mit unseren deutschen Vergnügungsparks mithalten? Wir machen den Check. Willkommen in Fuji Q.